Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Planungsdaten im Redispatch 2.0. Dieses Video ist natürlich Teil unserer Reihe zusammen mit unserem Content-Partner, die HSAG, ein Prozessdienstleister und das sind Prozess-Consultants eben rund um die Energiewirtschaft. Mit denen arbeiten wir hier zusammen und haben passende Dienstleistungen für viele Themen rund um den Redispatch 2.0 und auch darüber hinaus. Ich verlinke euch unten die aktuellen Beiträge der HSAG zum Thema und da könnt ihr auch nochmal das nachschlagen, was wir in den Videos hier ja auch erzählt haben. Jedenfalls geht es jetzt also heute um die Planungsdaten, die Echtzeitdaten, die Nichtverfügbarkeitsdaten von Anlagen im Redispatch 2.0. Wir haben im letzten Video uns ja die Stammdaten angeschaut. Und die Stammdaten sagen ja, okay, diese Anlagen, diese Erzeugungsanlagen, diese Speicheranlagen haben bestimmte grundlegende Fähigkeiten. Das war ja dann zum Beispiel, was ist die Fähigkeit dieser Anlage hoch oder runter zu fahren? Was ist der Lastgradient, wie schnell die hoch oder runter fahren kann, zum Beispiel? Damit weiß dann der Netzbetreiber, was können die Anlagen so grundsätzlich, die in meinem Netzgebiet sind. Das ist aber noch nicht genügend, um eben tatsächlich im Alltag, im operativen Prozess einschätzen zu können, ja, wo stehen wir denn gerade? Dafür brauche ich dann nochmal aktuellere Informationen über den Einsatz der Anlagen. Und dafür gibt es ja klassischerweise bei den großen Kraftwerken den Fahrplan, wo dann also gesagt wird, dieses Kraftwerk läuft auf folgende Weise. Und das wird es natürlich so, je nachdem, wie so eine Anlage vermarktet wird, auch für größere erneuerbare Energienanlagen geben, auch für die kleineren konventionellen, je nachdem eben, wie hier nachher auch die Vermarktung aussieht, wird da vielleicht sowieso schon ein Fahrplanaustauschprozess gefahren. Das wird aber in Zukunft wichtiger werden und teilweise brauchen die richtige Echtzeitdaten über verschiedene Anlagen, um dann eben auch sagen zu können, das Netz sieht es folgendermaßen aus. Diese Anlagen machen jetzt gerade tatsächlich Folgendes und dann können wir die eben auch steuern, um unseren Netzengpass ausgleichen zu können. Mit diesen ganzen Daten können die Netzbetreiber dann wirklich die besten Lösungen finden für einen Netzengpass. Die Definition dieser ganzen verschiedenen Daten ist getroffen worden in einem Beschluss der Bundesnetzagentur. Das war auch eine der Fragen zum letzten Video. Das war der Beschluss BK6-20-061 mit der Anlage Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen vom 12. August 2020. Und in dieser Anlage finden sich jetzt eben die Definition der Stammdaten, die ich das letzte Mal erzählt habe, und eben auch die Definition der Planungsdaten, der Nichtverfügbarkeiten und der Echtzeitdaten jetzt eben auch für den Redispatch 2.0. Um die soll es ja nun heute gehen. Also, was ist jetzt in der Sache? Nachher werden hier also im Großen und Ganzen Zeitreihen und Ähnliches von den Anlagenbetreibern, von den Einsatzverantwortlichen, also eventuell auch deren Vermarktern, je nachdem, an die Netzbetreiber geschickt. Und die Netzbetreiber können dann einschätzen, folgende Anlagen laufen jetzt eben folgendermaßen. Und sind folgendermaßen geplant oder laufen folgendermaßen jetzt in Echtzeit. Und das läuft dann typischerweise in einem XML-Datenformat. Dafür gibt es dann verschiedene Vorlagen, die ja auch hier im Kontext des Redispatch 2.0, der Einführung davon, ja auch schon von der Bundesnetzagentur und vor allem von den diversen Koordinierungsgruppen wie Connect Plus und Co. ja auch ausgearbeitet werden. Da wird es in Zukunft noch deutlich mehr Mittel so für den Alltag geben, um eben damit auch umgehen zu können. Jedenfalls wird es dann folgendermaßen laufen. Wir haben im Großen und Ganzen die Definition einer technischen Ressource. Das ist so eine Anlage, die jetzt praktisch läuft. Das ist eine technische Ressource. Eventuell ist sie auch eine steuerbare Ressource, weil wir die Fernsteuerbarkeit auch mit drin haben. Und genau diese muss dann eben, je nachdem, was es für eine Anlage ist, also zum Beispiel Biomasse oder ist es eine Wind- oder Solaranlage oder ist es eine Laufwasseranlage oder ist es eine konventionelle Anlage oder ist es ein Speicher. Das sind erstmal die Arten. Und dann, je nachdem, wie groß sie ist, was die Leistung ist, die sie ins Netz nun einspeist oder im Fall eines Speichers, was sie aus dem Netz herausnehmen könnte, im Fall also der Größe wird jetzt unterschieden, welche Anlagen was schicken müssen. Das blende ich euch ja hier auch gerade nochmal ein. Da gibt es eben auch eine Tabelle der Übertragungsnetzbetreiber, die genau sagt, welche Anlagen mit welcher Größe wann hier welche Daten zu schicken haben. Nun ist es dann so, es gibt dann zum Beispiel dieses Datum Nichtbeanspruchbarkeit. Das sagt im Großen und Ganzen ja auch der Name schon. Es geht darum, wann ist eine bestimmte Anlage nicht regulär einsetzbar. Um genau zu sein, wie viele Megawatt der normalerweise einsetzbaren Leistung oder regelbaren Leistung
steht jetzt gerade oder für einen Zeitraum nicht zur Verfügung. Zum Beispiel wegen einer Wartung oder wegen einer Auflage, die zum Beispiel sagt, okay, diese Anlage darf gerade nur bei 80% laufen, wegen irgendwelchen Umweltthemen zum Beispiel. Kann ja auch mal was passieren und dann gibt es vielleicht eine behördliche Auflage. Das kann hier mit dahinter stecken, so eine Nichtverfügbarkeit praktisch herbeizuführen. Und dann muss der Anlagenbetreiber diese eben an den Netzbetreiber mal schicken, damit der eben weiß, wann steht mir diese Anlage in welcher Form eben tatsächlich zur Verfügung und wann eben nicht. Dann gibt es zum Beispiel die Echtzeitdaten. So ein Echtzeitdaten, das sagt gewissermaßen ja auch schon, die müssen jetzt in Echtzeit sagen, was macht die Anlage jetzt gerade. Und da gibt es im Großen und Ganzen vier definierte verschiedene Arten von Echtzeitdaten. Einmal die verfügbare Wirkleistung von Wind- oder auch von PV-Anlagen in Megawatt. Das sagt im Großen und Ganzen aus, was ist die maximal mögliche Einspeiseleistung dieser Anlagen jetzt gerade. Also was können die technisch eigentlich wirklich liefern? Das sagt noch nicht unbedingt das aus, was jetzt gerade in Echtzeit produziert wird, sondern das sagt aus, was jetzt in Echtzeit möglich wäre, an der jetzt gerade zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Es kann ja auch sein, dass wegen eines kleinen technischen Mangels die Anlage nur bei 95% läuft. So, und dann wird genau diese korrekte Menge der maximalen Möglichkeit zum Beispiel geschickt an den Netzbetreiber. Dann weiß der, die Anlage kann nochmal folgendermaßen hochgefahren werden zum Beispiel. Dann gibt es als nächstes die Veränderung der Fahrweise durch Steuerung, auch wieder für Photovoltaik- und Windanlagen, die es praktisch aussagt, hier gibt es jetzt eine Fernsteuerung auf dieser Anlage und jetzt wollen wir in Echtzeit rüberspiegeln, wie sehr wird sie jetzt gerade tatsächlich runter- oder hochgeregelt durch diese Steuerung, durch dieses Kommando, was praktisch gekommen ist, um dann eben auch abschätzen zu können als Netzbetreiber, okay, das läuft jetzt tatsächlich, dann sollte sich folgender Engpass im Netz auch jetzt in Echtzeit verändern, lösen bestenfalls. Das ist eine Statusmeldung im Großen und Ganzen, also wie sehr findet diese Steuerung jetzt tatsächlich statt. Das dritte Echtzeitdatum ist die Wirkleistung in Megawatt. Nicht zu verwechseln mit der verfügbaren Wirkleistung von vorhin, die für Wind und PV zu melden war. Das ist jetzt die tatsächliche Wirkleistung in Megawatt für alle Anlagen, die jetzt hier also im Redispatch 2.0 aktiv gerade beansprucht werden. Die sagen also hiermit aus, folgende Leistung kommt jetzt tatsächlich gerade aus dieser Anlage heraus und wird in das Netz eingespeist oder im Fall eines Speichers, folgende Leistung wird jetzt gerade in diesem Moment aus dem Netz herausgenommen. Das ist natürlich auch wichtig, um zu sagen, okay, das Netz wird dann also folgendermaßen jetzt gerade reagieren. Und die vierte Art von Echtzeitdatum, der nutzbare Energieinhalt in Megawattstunden bei einem Speicher. Das heißt also, wie viel Strom Menge steht jetzt in diesem Speicher eigentlich zur Verfügung, um damit jetzt eben auch was machen zu können. Das sagt natürlich auch was aus über den Füllgrad, weil man kennt ja als Stammdatum die Gesamtmenge, die reinpasst. Und jetzt würden wir hiermit auch noch sagen, das ist der tatsächlich nutzbare Energieinhalt. Da zählt dann aber zum Beispiel nicht rein, was als Reserve sowieso schon versprochen ist an jemanden. Na, also wenn es den Fall gibt, dass hier eine Energiemenge als Regelenergie oder ähnliches oder als technische Reserve unbedingt zur Verfügung stehen muss, dann wird die nicht mitgemeldet. Also hier gibt es wirklich diffizile Unterscheidungen der Energiemengen, der Leistungen, die hier geschickt werden müssen. Das ist alles ganz schön komplex und kompliziert, aber so ist die Energiewirtschaft nun mal, in der wir uns ja nun auch bewegen. Und der Redispatch 2.0 wird Dinge im bürokratischen und im Prozesssinne nicht einfacher machen, aber er wird die Stabilität im Stromnetz noch weiter bewahren, weil einfach deutlich mehr Anlagen jetzt helfen können. Es ist schon gut, dass wir das machen, aber es macht die Welt nicht leichter. Das sind also die vier Arten von Echtzeitdaten, die dann nachher übertragen werden müssen. Wie gesagt, in irgendeiner technischen Form als XML-Datei, zum Beispiel als Zeitreihe, wird das dann eben übertragen, wird ständig geupdatet. Typischerweise ist die Auflösung hier natürlich bei einer Viertelstunde. So kennen wir das ja auch in der Energiewirtschaft. Dann gibt es die Planungsdaten und jetzt wird es nochmal am Anfang ein bisschen komplex. Es gibt nämlich die Unterscheidung zwischen dem Prognosemodell und dem Planwertmodell. Das ist eine Art von Bilanzierungsmodell, was wir erst in einem der nächsten Videos genauer auseinandernehmen werden. Nehmen wir es aber einfach mal an, sollte eine Anlage in diesem Prognosemodell sein, dann wäre hier ein Planungsdatum, dass eben auch hier meine Photovoltaik- oder Windanlage auf eine bestimmte Weise jetzt ihre Fahrweise ändert. Ich gebe ja dann praktisch einen Fahrplan vorher ab, wie diese Anlagen laufen würden
Und es gibt zum Beispiel dann entsprechende Erkenntnisse, die der Netzbetreiber hat über den Einsatz seiner Anlagen. Und jetzt würde ich hier als Planungsdatum schicken müssen, dass ich folgende Anlage auf eine bestimmte Weise anders einsetze, als es typischerweise hier vorher mal nominiert war. Diese Planungsdaten sind dann zu schicken, wenn meine Anlage im Rahmen eines zukünftigen Engpasses jetzt schon erkannt wird als Anlage, die das Ganze lösen kann, die also jetzt aufgerufen werden muss, um diesen Engpass zu beheben. Dann gibt es praktisch ein Anklopfen des Netzbetreibers und dann muss ich diese Planungsdaten schicken. Das ist ja bestenfalls einige Tage vorher nun schon bekannt und dann muss ich das eben bis zu einem bestimmten Zeitraum vorher auch rübergesendet haben. Das ist jetzt soweit dieses Prognosemodell. Das Typische ist auch das Planwertmodell, wo nun eine ganze Menge von Planungsdaten aufkommen. Aber ihr werdet gleich sehen, das ist relativ logisch. Hier gibt es im Regelfall oder eigentlich alle dieser Planungsdaten sind in Megawatt. Das ist also eine Leistungsangabe, die meine Anlage jetzt hier praktisch gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern oder einspeisen würde. Zum Beispiel der Wert der Produktion. Das ist das, was eben jetzt tatsächlich hier in diesem Moment für einen bestimmten Zeitraum produziert werden würde. Dann gibt es zum Beispiel die Mindestleistung der Produktion, aber auch die beanspruchbare Maximalleistung, aber auch die Dargebotsleistung, was jetzt auch eine Maximalleistung ist. Das eine ist mehr so technisch und das andere ist mehr so marktmäßig, eine Maximalleistung, die ich hier tatsächlich auch fahren könnte. Dann gäbe es zum Beispiel den Wert des Verbrauchs bei einem Speicher, den ich jetzt also hier gerade als Leistung in meinen Speicher hineinziehen würde. Es gibt die minimale Entnahme aus dem Netz, es gibt die maximale Entnahme aus dem Netz. Das sind also ganz, ganz typische Arten von Leistungsangaben. Dann gibt es zum Beispiel das positive Redispatch-Vermögen, RDV. Das seht ihr dann auch in diesen ganzen Darstellungen immer. Das ist praktisch die Leistung, die jetzt aktivierbar ist. Also das, was jetzt zur Verfügung steht als veränderungsfähiges Verhalten meiner Anlage, das ist das Redispatch-Vermögen. Und das eben einmal positiv und aber auch negativ, also halt das Hochfahren oder Runterfahren meiner Anlage. Das ist immer das Redispatch-Vermögen. Dann positive oder negative Primärregelleistung, was ich also schon vorhalte, weil ich das am Regelenergiemarkt praktisch platziert habe. Die positive oder negative Sekundärregelleistung, die positive und negative Minutenreserveleistung, die positive und negative Besicherungsleistung. Das ist jetzt eine Energie, die praktisch zum Verhindern von Ausfällen zur Verfügung steht oder eben zum dann spontanen Wiederanfahren bei Ausfällen zur Verfügung steht, die dafür auch praktisch als Reserve noch mit zurückgehalten werden würde, falls meine Anlage in so einer Art von Weise praktisch mit berücksichtigt ist. Und dann gibt es noch den positiven und negativen Redispatch-Abruf, der jetzt schon geplant ist durch eine Redispatch-Maßnahme, durch eine Fahrplanänderung, die mir bereits zurückgeschickt wurde. So, dann habe ich hiermit jetzt also gesagt, was kann meine Anlage eigentlich leisten? Was macht sie jetzt eben tatsächlich zu einem bestimmten Zeitraum? Und dann eben, okay, was ist die Regelenergie in den verschiedenen Abstufungen oder auch die Reserve der verschiedenen Abstufungen, die ich hier jetzt bereits für Zeiträume eingeplant habe. Das sind also Planungsdaten, die aussagen, wie die Anlage nun in Zukunft hier bereits verplant ist. Das sind Planungsdaten, ist ja vom Namen her ganz logisch. Diese 19 Stück waren jetzt allesamt in Megawatt. Es gibt eine letzte Art von Planungsdatum, nicht in Megawatt, nämlich die Kosten von nicht EEG-vergüteten Anlagen in Euro pro Megawattstunde. Das hat den Hintergrund, dass praktisch verschiedene Anlagen mit kalkulatorischen Kosten hier eingeplant und berücksichtigt werden. Zu diesen Finanzierungsmodellen kommen wir auch nämlich in einem zukünftigen Video genauer. Also einige werden mit kalkulatorischen Kosten berücksichtigt, andere hier eben nicht. Und dann müssen die echten Kosten, die eine Veränderung praktisch des Einsatzes verursachen würde, gemeldet werden. Und eben das ist hier auch als Planungsdatum mit vorgesehen. Und das ist das einzige Planungsdatum, was nicht in Megawatt läuft, sondern natürlich in Euro pro Megawattstunde, die hier jetzt anders laufen würde. Tja, und das sind jetzt die ganzen Planungsdaten. Vorher haben wir uns die Nichtverfügbarkeit und die Echtzeitdaten angeschaut. Das ist schon ganz schön viel. Und jetzt läuft es darauf hinaus, dass eben je nachdem, was für eine Anlage es ist, das ab dann einem bestimmten Zeitraum ja geliefert werden muss an den Netzbetreiber vom Einsatzverantwortlichen, was ja der Anlagenbetreiber selbst ist oder sein Vermarkter. Und das wird im Regelfall ja noch nie gemacht worden sein von denen. Manche ja, je nach Vermarktungsart ist das dann vielleicht sowieso schon so der Fall, aber die meisten gar nicht.
Und die müssen diese Daten jetzt zur Verfügung stellen. Die Stammdaten ja dann sowieso, damit die Anlagen im Netzsystem ordentlich praktisch eingepflegt werden. Aber diese Planungsdaten dann eben unbedingt, wenn meine Anlage im Rahmen von Redispatch-Maßnahmen praktisch nominiert ist, hier eingesetzt zu werden. Dann muss ich für diesen Zeitraum, der ja bestmöglich in der Zukunft läuft, Planungsdaten zur Verfügung stellen. Heißt aber auch, wenn ich dann jetzt in diesen Redispatch, in dieses Redispatch-Regime praktisch aufgenommen werde von meinem Netzbetreiber, dann muss ich diese Planungsdaten ja eigentlich immer zurückhalten, damit sie im Fall des Bedarfs auch gesendet werden können. So. Und das ist natürlich eine Herausforderung für Anlagenbetreiber, die so bisher nicht vorhanden war. Ist natürlich auch eine Herausforderung für die Verteilnetzbetreiber, die bisher nicht mit diesen Daten so gearbeitet haben. Diese ganzen Planungsdaten und Stammdaten und Co. waren ja bisher nur bei den Übertragungsnetzbetreibern für die ganz großen Anlagen. Jetzt eben bei allen möglichen 900 Verteilnetzbetreibern für alle möglichen kleinen Anlagen. Das ist eine riesige Veränderung. Jetzt haben wir ja beim letzten Mal gelernt, es gibt diese Stammdaten, wie gesagt, als grundsätzliche Möglichkeiten, Fähigkeiten von Anlagen. Das ist jetzt praktisch alles rund um den tatsächlichen Einsatz der Anlagen. Und damit hat dann im Alltag der Netzbetreiber eigentlich alles, was er braucht, damit er diesen Redispatch 2.0, dieses Engpassmanagement, im Falle, dass das Stromnetz irgendwo mal einen Engpass hat, umsetzen kann. Das ist jetzt also so die Vorbereitung dafür, dass das Ganze operativ gemacht werden kann. Jetzt werden wir uns in den nächsten Videos damit beschäftigen, wie das eben dann tatsächlich bestmöglich ablaufen sollte und wie dann wiederum auch natürlich der finanzielle Ausgleich läuft, wie der bilanzielle Ausgleich nachher läuft, weil das natürlich alles noch mit hinten dran hängt. Es gibt einen Rattenschwanz von Dingen, die jetzt natürlich einfach passieren, wenn dann solche Redispatch-Maßnahmen durchgeführt werden. Das schauen wir uns dann noch alles an in Zukunft. Es gibt also noch eine ganze Menge weitere Videos, die über die nächsten Wochen und Monate folgen werden. Super spannend. Okay, soweit erstmal durchatmen. Wir haben es geschafft. Die Planungsdaten haben wir jetzt hoffentlich erstmal verstanden. Wie gesagt, sind das größtenteils einfach die tatsächlichen Leistungsdaten der Anlagen für bestimmte Zeiträume. Tja, okay, wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr euch mehr dazu anschauen wollt, geht auch auf die Seite der HSAG. Die haben dort ja auch schon die ersten Beiträge mit verlinkt. Und dann werden wir einfach schauen können, wenn ihr konkrete Fragen habt, wie wir dort helfen könnten. Wir selbst bieten natürlich Seminare oder einfach Workshops rund um den Redispatch 2.0 an. Soweit er jetzt schon klar ist, können wir über alles Mögliche sprechen, auch ein bisschen als Sparringspartner einfach auftreten. Und genau da kommt dann eben auch die HSAG mit ins Spiel, nachher nicht nur Erfahrungen einfach auszutauschen, sondern natürlich auch das im Alltag mit zu begleiten und zu schauen, wo könnte man hier die Systeme, die jetzt vielleicht schon eingekauft oder erneuert sind, auch im Alltag richtig gut bespielen. Wie kann man vor allem die Sachen, die dann schiefgehen werden, bestmöglich lösen? Okay, soweit dazu. Die nächsten Videos dieser Reihe kommen bald. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.